Hannover geht auf die Straße. Am 15. November 2014 fanden in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover zahlreiche Demonstrationen statt, die sich gegen rechts richteten. Denn mit der vorab groß angekündigten Demonstration der Hogesa, Hooligans gegen Salafisten am alten zentralen Omnibusbahnhof, hatte man Sorge, dass es hier, ähnlich wie in Köln, zu extremen Ausschreitungen kommt. Diese Sorge war für viele nicht ganz unbegründet. Doch der Reihe nach. Am Abend zuvor, dem 14. November, traf man noch Vorsichtsmaßnahmen, die darin bestanden, dass etliche Geschäftsinhaber in der Nähe des alten Omnibusbahnhofes ihre Fensterfronten regelrecht verbarrikadierten. Hier am Hannoverschen Hauptbahnhof, genauer gesagt dem alten zentralen Omnibusbahnhof in Höhe eines großen Einkaufsmarktes. Ja, da ist hier seit den frühen Morgenstunden an bis in die späten Abendstunden hinein eine Glaserfirma damit beschäftigt, hier die verschiedensten Ladenzeilen, die Fensterscheiben zu verbrettern. Das Ganze hat natürlich den Hintergrund, dass mit der morgigen Demonstration, die ab Mittag beginnt, Hooligans gegen Salafisten, kurz Hogesa, tja, dass da befürchtet wird, dass es zu extremen Ausschreitungen kommt und somit auch einiges zu Bruch geht. Eigentlich ist es jetzt das erste Mal, dass wir im Vorfeld gerufen werden. Normalerweise werden wir ja immer dann bestellt, wenn der Schaden bereits passiert ist und Glasbruch stattgefunden hat. Aber dieses Mal wurden wir von unseren Kunden beauftragt, eben im Vorfeld schon die Glasfronten zu verschalen, nur zu verschalen mit Holzbrettern. Und das haben wir heute seit 7 Uhr in der Früh sind wir im Gange und werden auch noch ein paar Stunden brauchen. Wenn man sich mal so die Kosten anguckt, dann ist wahrscheinlich diese Präventionsmaßnahme erstmal um ein Drittel günstiger, als wenn man jetzt abwartet oder auf den Glasbruch wartet. Was aber zusätzlich noch alles zu Bruch geht, das bleibt abzuwarten. Wann wird die Demontage dann stattfinden? Die Demontage wird am Sonntagmittag stattfinden. An diesem Abend vor der Demo verlief alles weiterhin ruhig. Trotzdem sahen viele den nächsten Tag mit gemischten Gefühlen auf sich zukommen. Innenstadt Hannover, Samstagvormittag 11 Uhr. Hier am Goseriedeplatz folgten viele dem Aufruf, gegen rechts zu demonstrieren. Bunt statt braun, so das Motto dieser Kundgebung, die von Gewerkschaften, Parteien und Kirchen veranstaltet wurde. Es sollte eine Veranstaltung sein der Stadt, weil Hannover kann nicht dulden, dass Hooligans versuchen hier sich auszutoben und mit den Rechten zusammen ihre Parolen loszuwerden gegen Ausländerfeindlichkeit. Ich freue mich, dass viele Hannoveranerinnen und Hannoveraner heute gekommen sind. Es ist in Hannover kein Platz für Gewalttäter und es ist in Hannover auch kein Platz für Menschen, die andere verhetzen wollen. Und das heute friedlich zum Ausdruck zu bringen, ist das gemeinsame Ziel, das wir haben. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass es ein friedlicher Tag bleibt. Ich bin als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages dabei, weil ich glaube, wir müssen alle Gesicht zeigen gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus, gegen Antisemitismus und gegen Islamophobie. Und ich glaube, wir tun gut daran, als Demokraten und Demokratinnen die öffentlichen Räume nicht freizugeben für Randalierer, für Gewalttäter. Und Köln muss uns eine Warnung sein und deswegen bin ich heute nach Hannover gekommen, um Gesicht zu zeigen, bunt statt braun. Das ist ein wunderbarer Slogan und wenn 100 von den Rechtsextremisten unterwegs sind, dann müssen 1000 von Demokraten und Demokratinnen unterwegs sein. Ja, wir sagen damit deutlich, dass Hannover das nicht duldet, dass sie keine Demonstration von gewaltbereiten, rechtsgerichteten Hooligans hier gestattet. Hannover ist anders. Hannover bunt statt braun, für Vielfalt und für Respekt im Umgang mit anderen Menschen, mit Andersdenkenden, mit anderen Kulturen und Religionen. Wir leben hier sehr friedlich in Hannover zusammen und diese rechtsgerichteten Hooligans, die hier nach Hannover kommen wollen, die wollen das umdefinieren, aber wir sind in Hannover anders. Wir machen deutlich, dass wir hier sehr friedlich zusammenleben. Wir wollen auch Vorbilder für junge Menschen, für Kinder sein.
Und deswegen zeigen wir das hier in einer großen Kundgebung. Und ich bin sehr froh, dass alle Parteien, alle demokratisch gewählten Parteien aus dem Bundestag, dem Landtag, der Ratsversammlung und der Regionsversammlung hier zusammengekommen sind, zusammen mit den Kirchen und den Religionsgemeinschaften zu demonstrieren und zu zeigen, Hannover ist bunt statt braun. Als Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe stehe ich für alles und kämpfe für alles, wogegen diese Nazis und ihre Schlägertruppen aus den Hooligan-Reihen sind. Und das möchte ich heute hier zeigen. Hannover überlassen wir denen auf gar keinen Fall. Und ich bin froh, dass so vielfältige Veranstaltungen in der Stadt stattfinden. Und ich bin froh, dass der Oberbürgermeister und die Stadt Hannover auch noch geflaggt haben, um zu zeigen, wir wollen die hier nicht. Wir stehen hier vor dem alten Gewerkschaftshaus, das schon am 1. April 1933 von den Nazis besetzt wurde. Vor diesem Hintergrund verstehen sich die IG Metall und alle Gewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund auch als antifaschistische Organisationen. Vor dem Hintergrund der Nazi-Herrschaft formulieren wir: Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, nie wieder Ausgrenzung, nie wieder Verfolgung. Deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, nach den gewalttätigen Ausschreitungen in Köln im Oktober wäre es nur folgerichtig gewesen. War es nur folgerichtig, dass die Hannoveraner Polizei den Aufmarsch verhindern konnte. Dies begrüßen wir ausdrücklich. Es wäre gut, wenn das Gericht denen gefolgt wäre. Jetzt müssen unsere Kolleginnen und Kollegen der Gewerkschaft der Polizei eine schwere Aufgabe erledigen. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, mein Kollege Dietmar Schill, ist hier unter uns. Und Dietmar, ich bin sicher, dass deine Kolleginnen und Kollegen lieber hier auf dem Platz wären, als sich jetzt mit den Hooligans auseinanderzusetzen. Seit Jahren, das ist ja die neue Qualität, Bodesaat, Hooligans gegen Salafisten, dann melden sie sich formell gegen Salafisten, meinen aber in Wahrheit alle Muslime und alle Ausländer. Hinter der Fassade Hoogisa verbirgt sich sehr geschickt vertan die Losung: Alle Muslime raus, alle Ausländer raus. Und ich möchte schließen mit einem Zitat des früheren Vorsitzenden der IG Metall, Otto Brenner. Er sagte schon vor längerer Zeit: Wenn wir nicht den Anfängen wären, dann kann es für unsere junge Demokratie einmal zu spät sein. Wir müssen bereit sein, in der Stunde der Gefahr unsere Demokratie vor unseren Feinden zu schützen und zu bewahren. Mit diesem Zitat von Otto Brenner möchte ich schließen und bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit. Minderheiten im Umgang mit Andersdenkenden gemacht haben.
Das hat schon einmal zur Diktatur und zu Gewalt geführt. Und wir haben uns alle geschworen, das darf niemals wieder geschehen. Die Landeshauptstadt Hannover, die Region Hannover ist bunt, Stadt braun. Hannover steht zusammen gegen die Gewaltbereiten, gegen die rechtsextremen Hooligans und wir sagen Ihnen, diesen neuen, ewig gestrigen, wir wollen sie hier nicht haben, wir wollen sie hier nicht sehen, wir wollen sie hier auch nicht hören. Sie bekommen hier keinen Platz für ihre menschenverachtenden Ansichten. Wir wollen hier nicht ihre rechtspopulistischen, ihre rassistischen Parolen gegen unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, gegen Migranten und Flüchtlinge und gegen Andersdenkende. Das hat keinen Platz auf unseren Straßen. Das hat keinen Platz in unseren Parlamenten, das hat keinen Platz in unserer Stadt, nicht in Deutschland, nicht in Europa, nirgendwo. Hannover ist gegen Rassismus und Gewalt. Hannover steht hier für Vielfalt und Respekt. Hannover ist couragiert. Vielen Dank. Woher kommen die Ursachen, dass immer wieder über Ausgrenzung, über Gruppenbildung die Angst macht, die Minderheiten verfolgt, dass dieses Gedankengut immer wieder in die Köpfe von Menschen kommt? Und wir wissen alle zusammen, dass die Freiheit im Kopf, die Freiheit des Geistes und die Bildung zentrale Fragen sind, die uns davor schützen, dass Menschen auf dumme Parolen reinfallen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir über Bildung und über Gespräch in den jungen Generationen dafür sorgen, dass sie erkennen, welcher Wahnsinn in der Ausgrenzung steckt, welche Folgen Intoleranz hat. Und dass wir gemeinsam hier immer wieder dann dafür auftreten und eintreten, dass es keine Intoleranz, dass es keine Ausgrenzung gibt und dass wir gegebenenfalls auch hier zusammenkommen, um das als gemeinsames bürgerliches Anliegen zusammen zum Ausdruck zu bringen. Und deshalb nochmal herzlichen Dank, dass ihr alle da seid und geht nach Hause und redet mit den Jungen und den Alten und den Nachbarn und seid aufmerksam bei den ausländerfeindlichen Parolen, bei den latent rassistischen Dingen und sprecht sie an und macht klar, was für ein Gedankengut dahinter geht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hannover mit dem Slogan Bund statt Braun, Hannover steht auf gegen rechts. Wie weit haben Sie diese Veranstaltung mitverfolgt und ja, wie denken Sie darüber? Ich freue mich, dass es eine Gegenveranstaltung gibt. Wir brauchen dringend sozusagen, dass die Leute, die auch sozusagen für eine demokratische Gesellschaft streiten und kämpfen und sich engagieren, dass die sich auch bemerkbar machen und nicht immer nur die andere Seite. Die andere Seite, das ist der Raschplatz. Ganz in der Nähe, am alten zentralen Omnibusbahnhof, wollen die Hooligans gegen Salafisten mit ihrer Demonstration auf sich aufmerksam machen. Allerdings erst mit zweistündiger Verspätung. Bleibt uns also noch einen Moment Zeit, zu sehen und zu hören, was wohl eine weitere, andere Seite zu verkünden hat. Ja, und dann die lieben Passantinnen, wir sind heute auf der Straße, weil sich hinter dem Bahnhof 2000 Rassistinnen und Rassisten versammelt haben. Da haben wir keinen Bock drauf. Wir wollen ein deutliches Zeichen gegen Rassismus und religiösen Fundamentalismus setzen. Wenn ihr das auch so seht, dann reiht euch doch ein, macht mit. Ja, macht mal ein bisschen Lärm. We'll be right back.
marschieren hier auf unserer antirassistischen Demo von Anfang an rum. Sie haben massives Polizeiaufgebot aufgefahren, laufen hier in einem dichten Spalier. Die Demo hält jetzt an, bis sich die Bullen verpisst haben. Euch braucht heute braucht euch hier keiner. Macht mal schön Feierabend. Zieht von unserer Demo ab. Weg jetzt hier. Haut ab. Das Abhauen besteht ja vielleicht darin, dass man direkt hinter dem Hauptbahnhof zieht, denn dort findet mittlerweile die Hooligan-Demonstration statt. Und manchmal sprechen einfach nur Bilder und Töne für sich selbst. Und jeder weitere Kommentar erübrigt sich. Kämpfe der kurdischen Genossinnen und Genossen in Rojava, weil das ist das, was wirklich hilft.
gegen islamistischen Terrorismus. Wenn man sich freundlich begrüßt, ist das ja eine feine Sache. Dumm nur, dass wir, die Presse, nicht so gern gesehen sind und uns nicht einlädt, dabei zu sein. Die gesicherte Abreise der etwa 3200 Hooligan-Demonstranten fand am Nachmittag geleitet durch die Polizei statt. Hier am alten zentralen Omnibusbahnhof, da hat sie nun stattgefunden. Die groß angekündigte Demonstration Rogesa Hooligans gegen Salafisten. Auf der Gegenseite am Raschplatz hat zeitgleich auch die Demonstration der Linksgerichteten stattgefunden. Ja, und so hat man sich gegenseitig ein wenig hin und her beschallt, kann man sagen. Circa 15.30 Uhr haben wir es und ja, die Demonstration hat sich mittlerweile so gut wie aufgelöst. Positiv kann man sagen, dass sich diese Demonstration wie auch zeitgleich andere Demonstrationen, Gegendemonstrationen, dass sie gut verlaufen sind und das ist nicht zuletzt auch dem verstärkten Polizeiaufgebot zu verdanken. Das hat man bewusst so gemacht. Es sind massiv viele Beamte eingesetzt worden und letztendlich war das auch gut so. Also, man kann letztendlich sagen,
Demonstration stattgefunden, alles friedlich verlaufen, ein positives Zeichen, das Hannover damit auch wieder einmal gesetzt hat. Wir wollen hier keine Gewalt, kein Rassismus und keine Gedanken, Ideologien, die gegen Menschen gehen, die hier in unserem Land leben wollen, freiheitlich leben wollen. Später am Abend war dieser Ausnahmezustand für Hannover gänzlich beendet und das alltägliche Leben konnte wieder stattfinden. Einzig die verbretterten Fensterfronten, die mussten am Tag darauf wieder entfernt werden. Vielleicht ja auch nur bis zur nächsten Demo.